Wenn man den Eingang reingeht in der Schule, so eine Mensa, riesengroßer Saal, Kinder. Ich habe gedacht, sorry, aber das kann es nicht sein. Das ist eine Einschulung. Nee, dann habe ich gesagt, so ein Kasperletheater mache ich nicht mit. Die Manuela, die kam auf mich zu. Du, es muss aus mir raus, ich muss was sagen. Manuela, komm zu mir. Gib dir einen Riesenapplaus. Das erste Mal, wo sie auf einer Demo spricht, bist du nervös, also liegen uns alle. Manuela, deine Show. Dankeschön, ja. Achtung, jetzt kommt Manuela. Ich muss mal kurz mein Herz ausschütten. Okay. Und zwar, ich habe hier lange Jahre hier in Mannheim gelebt und bin jetzt zu Besuch bei meiner Familie. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Und zwar, wer hat alles Kinder hier? Ja, ich mache mich jetzt stark gerade für meinen Sohn. Oh. Okay. Und zwar geht es um die Schulen. Und ich bin von Mannheim vor 5 Jahren nach Rheinland-Pfalz gezogen und wohne jetzt hinter Bingen im Mittelrheintal, im schönen Mittelrheintal. Mein Sohn besucht die Montessori-Schule und wir hatten schon Probleme vor in der Corona-Zeit. Und da mein Sohn gesagt hat, mit den Masken, es stinkt und er kriegt keine Luft, Schwindel, Kopfschmerzen, das sind Symptome. Und ich habe ihn dabei unterstützt. Und da hat er auch eine Zeit lang gefehlt, weil ein Arzt keine Attest ausschreibt. Ja, und jetzt waren dann die Ferien. Und nach den Ferien, ab am Montag, den, weiß jetzt gar nicht, den 17. oder wann war das, die Einschulung, bin ich dorthin gefahren und ich habe eine E-Mail bekommen von 7 Seiten mit Hygieneregeln und Plan und bla bla bla. Und auf jeden Fall bin ich dorthin gefahren um 12 bis um 13.30 Uhr und dann kommt eine andere Einschulung von den Klassen. Und die müsste man pünktlich verlassen. Ich bin dorthin gefahren, habe aber ganz bewusst keine Maske mitgenommen. Ich trage auch keine Maske. Ich trage, wenn höchstens, allerhöchstens der Gefühle, ein Visier, was mir meine Tochter gegeben hat. Was auch schon für mich ein Problem ist. Ja, und ich bin bewusst dorthin gegangen und Simon hat jetzt, also mein Sohn, der hat jetzt gerade momentan Bindehautentzündung an den Augen und bin dort alleine hingegangen. Er blieb im Auto und dann kam mir der Schulleiter schon entgegen und er zeigte mit dem Finger auf ein riesengroßes Plakat, ich soll die Maske aufziehen. Ich habe ihn angeschaut und habe zu ihm gesagt, ich habe keine Maske dabei. Ich ziehe auch keine Maske an. Und als ich in den, die Türen waren auf, also unten drunter ist so eine Mensa, also wenn man den Eingang reingeht in der Schule, so eine Mensa, riesengroßer Saal, Kinder. Ich habe gedacht, sorry, aber das kann es nicht sein. Das ist eine Einschulung. Nee, dann habe ich gesagt, so ein Kasperletheater mache ich nicht mit. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber ich kämpfe für meinen Sohn. Und ich stehe alleine da. Das heißt jetzt, die anderen Kinder, die sind alle brav im Unterricht. Und der Simon ist zu Hause. Weil wir machen das nicht mit. Kein Schulleiter, keine Lehrer kümmert sich um den Simon. Nur weil er anders da ist oder anders er denkt. Und ich denke mir, Leute, das kann es nicht sein. Sorry.
ich mag das Kasperletheater nicht mehr mit. Egal, wohin der Weg geht, aber ich folge meinem Herzensweg. Danke. Manuela, du bist nicht allein. Manuela ist nicht allein, oder? Sie konnte Gedanken lesen, die Moderatorin. Mit so einem T-Shirt da hingehen, die Freunde unter...